jeder Tag dir nur Dunkelheit bringt und was du anfasst, dir nicht mehr gelingt. Wenn keiner da ist, der dich morgens weckt, sich in deine Arme legt. Wenn jeder Freund sagt, ich kann heute nicht, morgen vielleicht, doch du weißt, dass er lügt. Wenn du nachts wach liegst und träumst ganz allein, einmal noch zärtlich zu sein. Dann frag einfach mal Maria, sag, du bist in Not. Vielleicht schickt dir Maria ein kleines Rettungsboot. Frag doch mal Maria, sag, du bist verloren. Dein Herz ist für Maria das beste Telefon. Wenn alle Straßen nach nirgendwo führen, wenn alle Tränen an Bedeutung verlieren, wenn deine Sehnsucht ins Niemandsland fliegt, keiner ein bisschen dich liebt. Wenn deine Worte kein Mensch hören will und wenn du denkst, du kommst niemals ans Ziel. Wenn deine Träume, so klein sie auch sind, immer nur sterben im Wind. Sag, du bist in Not. Vielleicht schickt dir Maria ein kleines Rettungsboot. Frag doch mal Maria, sag, du bist verloren. Dein Herz ist für das beste Telefon. Dann frag einfach mal Maria. Start Nummer 3. Roy. Roy Black. Herzlichen Dank. Dankeschön. So, aber jetzt habe ich eine Frage natürlich an dich, die mir total auf der Zunge brennt. Wer bitteschön ist Maria? Also in dem Fall ist die Mutter Gottes gemeint. Also doch. Ja. Ja, wir haben uns ein bisschen drum gestritten, ne, und haben gemeint, es könnte ja die gute Nachbarin sein, die so. Freundin, die Kummerkastentante. Ja. Aber es ist es doch ein bisschen Nein, religiös angehaucht. Es ist religiös, ja. Ich habe mal, vielleicht erinnern sich da noch einige, ich war mal sehr schwer krank, habe ein paar Operationen hinter mir. Und da habe ich angefangen zu beten, eigentlich in der Zeit, wo ich sonst das Ganze so ein bisschen weggetan habe. Mhm. Und aus dem Gedanken von damals ist das Lied entstanden. Und solche Zeichen und Wunder sind wichtig. Ja. Die hatten Sie letztes Mal von oben und heute... Oh, Lucifer! Yeah.